So, meine Lieben, meine Damen und Herren. Ja, was da steht, könnt ihr dezent vergessen. Das sind noch alte Anzeigen von ganz schön lange her. Und es geht jetzt los, finally, ja, mit Cyberpunk. Da muss ich hingucken. Ich gucke immer noch da hin, weil dafür die Kamera war, jetzt ist sie hier, muss ich mich noch dran gewöhnen. Oder ich mache sie einfach wieder da hin, ich weiß es auch nicht so genau. Es ist der 10.12.14:48 Uhr. Endlich kann man Cyberpunk spielen. Und dazu gehen wir einmal auf diese Gerät. Es ist leider nur, oder aktuell nur eine Offline-Aufnahme, also kein Stream, also nur exklusiv für euch auf YouTube. Heute Nacht ging das Ganze ja eigentlich los. Wir machen mal hier die Musik aus. Gucken noch mal, ob das Bild passt. Jawohl, Bild passt. Und los geht es. Treiber sind aktuell, Spiel ist aktuell. Wie gesagt, der Launch, der Release war gestern oder heute Nacht um 12. So, Ingame-Belohnungen. Aha. Ja, machen wir mal. Benutzername. E-Mail-Adresse. Ja, da wurde dann natürlich gleich ein Day-One-Patch reingeknallt. Oh, Name ist bereits vergeben? Was ist das denn? Wer war das? E-Mail-Adresse wird bereits verwendet? Hä? Ja, dann machen wir einfach hier so. Als Stefan fortfahren, ja. Ja, es gab ein 8 GB Day One Patch oder Update zu dem Spiel und. Ach so, ich habe schon so ein. Ach, das war ich selbst. Ach so. Ja, wie weit ich will das jetzt? Was weiß denn ich, was mein GOG-Passwort ist, Alter? Falsches Passwort. Geht ja schon mal gut los. Passwort. Ah. Blablabla, Sicherheits-E-Mail. Oh. Ja, dieses Update wurde aber nicht direkt geladen. Ich habe ja gestern schon ein kurzes Video gemacht. Das war dann erst 0.05 Uhr, 0.10 Uhr, 0.15 Uhr, 0.25 Uhr. Bam, bam, bam. Immer in 5 Minuten Schritten. Und. Ja, das ging halt fröhlich so weiter, das tickerte immer wieder im 5-Minuten-Takt weiter hoch. Bis 1.45 Uhr habe ich hier gesessen und Serie geguckt und hier den Schreibtisch sauber gemacht, ein bisschen hier aufgeräumt. Und dann, ja, 1.45 Uhr ging das Update dann los, aber sehr, sehr langsam, weil es wahrscheinlich Millionen Leute, habe ich eben ja auch gerade gesehen, das erste Singleplayer-Spiel, Cyberpunk, was über 1 Million Spieler gleichzeitig auf Steam hatte. Das hat bisher sonst nur Counter-Strike oder solche anderen Spielchen geschafft. Und dementsprechend war das Update sehr langsam, beziehungsweise nicht so schnell, wie es hätte sein können. Und dann, wieso kriege ich ja keine E-Mail, Junge? Was ist da los? Code erneut senden an diese Adresse. Ja, sehr, sehr gut. Ich habe aber, ah, da ist sie. 7338. 7338. So, ah, da gibt es extra so einen Spielebrowser, so wie bei Battlefield. So, was haben wir hier? Cyberpunk, Witcher. Ach, das ist jetzt hier so ein GOG-Launcher oder wie, oder was? Also Good Old Games. Meine Belohnungen. Wolfsschuljacke. Spieleforen, egal. Treiber haben wir aktualisiert, wir machen an. Das wird jetzt am Anfang eventuell wieder sehr laut sein, weil die Spiele-Lautstärke wieder auf volle Karacho eingestellt ist. Und dann müssen wir das gleich erstmal wieder runterdrehen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, wie gesagt, hat um 14:45 Uhr angefangen. Mit dem Update. Lief sehr langsam und dann bin ich aber dann ins Bett gegangen. Weil so eineinhalb Uhr, halb zwei, zwei wäre so auch die Zeit gewesen, die ich maximal gespielt hätte, wenn es direkt losgegangen wäre.
Scheiß. Good morning, Night City. Yesterday's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood. Thanks to an abated game. Ja. Language Audio. Language. Ach, da muss man den Cursor hier so mit dem Stick bewegen, das ist ja scheiße. German Interface. German. Audio geht aber nur Englisch. Oh. Das ist natürlich. So, wo kann man die Lautstärke einstellen? Ach, da ist Sound. So, das müsste jetzt so die Lautstärke sein, so 45. Ich werde mal einmal ganz kurz die Aufnahme kurz beenden. Und das jetzt quasi mal testen, wie es jetzt hier so ist. Bla 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 bla. 40, 40, 40. Oder auf 100. Ja, damit so. So. Bin ich einmal ganz kurz raus. Weil jetzt muss ich mich quasi selbst überprüfen. Weil sonst, wenn der Stream jetzt an wäre, dann würde ich euch jetzt fragen: Ja, passt das jetzt mit der Relation? Meine Stimme, Spiele-Sound? Nö, nö, nö. Geht ja nicht, weil jetzt keiner da. Deswegen muss ich es selber machen. Sehen wir uns gleich wieder. So, Selbstüberprüfung abgeschlossen. Machen es auf 50 erstmal. So. Entdeckungsgeräusche stummschalten. Untertitel an, Hintergrundgespräche an, Schriftgröße bleibt erstmal alles so. Steuerung wird das wahrscheinlich ja mit Tutorial uns alles erklärt. Gameplay, Zielhilfe leicht aus. Standard. Ziel erfassen an. Performance, Mengendichte hoch. Modus für langsame HDD. Tutorial an, genau. Machen wir so Grafik. Raytracing. Achso, das ist jetzt hier. Achso, dann ist das schon für allgemeine Qualität. Okay, wir machen mal auf hoch. Kann man das Raytracing noch anschalten, denn das sollte eigentlich mit der 2070 so ein bisschen gehen. Man kann sehr viel, das habe ich schon gelesen, man kann sehr viel vorab, also man kann hier sehr viel einstellen. Raytracing an. Reflexion durch Raytracing. An, an. Raytracing und Beleuchtung. Mittel, Hoch, Ultra, Psycho. Nochmal auf Mittel. DLSS geht ja nicht, das ist ja nur ab 4K eigentlich. So, wir spielen jetzt mal auf Bewegungsunschärfe hasse ich, das muss aus. Chromatische Aberration an. Also, wir spielen jetzt hier, hat sich jetzt automatisch umgestellt auf angepasst, das war vorher aber auf, hier auf hoch. Raytracing Mittel. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So, Video, Monitor, Blafausync. An 60 maximal FPS an. Achso, das ist ja dann damit gekämpft. Okay. Fenstermodus ohne Rand, 2K HDR-Modus, keine Ahnung. Sprache haben wir eingestellt. Interface, Modi für Farbblinder brauchen wir nicht. Schadenszahlenmodus, fixierte Schadenszahlen, Trefferanzeige, Tastenbelegung. Gehen wir mal. Auf neues Spiel. Schwierigkeitsgrad. Ich kämpfe schon erst auf der Herausforderung. Ich würde sagen, erstmal normal. So, warte mal. Ich kann jetzt hier nicht. Ganz raustappen. Noch einmal ganz kurz zurückgehen, weil ich hier meine PC-Lautstärke. Äh
Ich will das Fenster weg haben. Hallo. So. Oder nee, warte mal, mal auf Vollbild machen. Ah, dann haben wir nämlich wieder das hier, wo ich hin will, weil ich müsste hier mal ein bisschen lauter machen. Für mich. Das sollte dann ja auch performance-technisch ein bisschen besser sein zum Erfassen des Spiels. So, Vollbild. Und dann geht's jetzt los. Neues Spiel. Auf normal. So, Nomade, du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe. Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Okay, also das ist dann halt einer über Ehrlichkeit, Vertrauen, Freiheitsliebe. Das ist dann wahrscheinlich einer, der mit Karma, ja, oder Charisma, wie bei Fallout zum Beispiel. So, Street Kid. Das heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Konzerne. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ich nehme den Nomaden. Ah, wir können mit Kontrollen. Das ist natürlich doof, dass man jetzt halt, dass das nicht hier so hin und her swappt, sondern dass man halt den Stick hier mit dem Cursor bewegt. Den Cursor mit dem Stick. Am Weh. Natürlich maskulin. Am Weh. Hautfarbe. Ja. Hauttyp. Ah, hier Vorlagen. Nee, die Fresse gefällt mir nicht. Ich will hier... Was ist das? Ach, das ist wohl so random, ne? Ja, da macht er irgendwas. Der mit Lippenstift war gut. Nee, wir nehmen mal... Das ist ja das, was auf dem Cover ist, ne? Der Typ. Wir nehmen aber mal den da. So, Hautfarbe kann so bleiben. Hauttyp. Ein bisschen ramponiert kann er ruhig aussehen. Sagen so, Frisur. Alter, was geht da ab? Ach, hier kann man drehen, okay. Kann man auch rein und raus. Nein, ich will nicht diese Frisur haben. Ach du Scheiße. Ah. Das war Frisur 18, das geht schon. Das geht auch. Was ist das denn? Junge. Guck dir den Typen an, Junge. Oder warte mal, wir nehmen so. Ich will Neger sein. Er sieht nicht ganz nach Neger aus, ne? Schwierig schon, ne? Am Anfang direkt. Kann man schon wieder stundenlang nur mit der Charaktererstellung verbringen. Das aber, oh nee, das ist hier so klassisch. Das ist gut. Ja, das gefällt mir auch. Insta. Also das sind die Augen an sich, nicht die Augenfarbe.
charismatisch. Psycho. Ja, nehmen wir die. Ich fand die schon ganz gut hier. Ja. Augenbrauenfarbe. Passend zur Haarfarbe. So. Nase. Ja. Nase 9. Ach du Gute. Das ist ja so eine Negernase. Natürlich nur Nazi, ne? Alles klar. Ne, Nase 9 fand ich gut. Mund. Aber ich fange mal bei Mund 1 an. Alter, was ist das denn, ey? Amy kommt. Den finde ich gut. Ja, Kiefer. Nee. Ja, gefällt mir. Ich fand hier doch schon. Den finde ich ganz gut. Bartstil nicht verfügbar. Bartfarbe. Achso, Cyberware. Was ist da los? Bisschen dezent, das reicht. Narben im Gesicht. Nee, ich will keine Narben. Nur so ganz leichte. So ein ganz bisschen. Tattoos im Gesicht. Nee, Tattoos im Gesicht will ich auch nicht. Piercings. Müssen wir nur noch mal wissen, was ist die schwule Seite? Nee, Piercings will ich auch nicht. Zähne. Standardzähne. Make-up. Make-up gibt es keins. Kein Make-up. Make-up-Lippen? Nein, sowas machen wir nicht. Make-up-Wange? Nein, gibt kein Wangen-Make-up. Schönheitsfehler. Ach, das sind so Muttermal und so. Fingernägel. Alter, was kannst du denn da nicht noch alles einstellen? Fingernägel kurz, Fingernägel lang. Kurz. Nagelfarbe. Das ist vielleicht cool.
Ich sehe gerade, es ruckelt. Müssen wir gleich mal kurz was umstellen. Ich sehe gerade, es ruckelt. Ich will wieder das, was ich am Anfang hatte, da. Das hier, glaube ich, ne? Ja. Brustwarzen. Ja, an. Tattoos Körper. Das ist ganz gut. Narbenkörper. Da kann er ein bisschen was haben. Genitalien. Man kann seinen Pimmel einstellen. Ah, geil. Oder man kann sich eine Muschi machen. Ja, hallo. Einmal beschnitten, nicht beschnitten. Penisgröße. Klein, Standard, groß. Jetzt sind die FPS wieder hoch, sehe ich gerade. Schamhaarstil. Schön mit Love. Schamhaarfarbe. Okay, wir sind fertig. In Night City ist dein Aussehen entscheidend. Ah, jetzt kann man noch Skillpunkte vergeben. Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jetzt ruckelt es wieder. Müssen wir gleich mal schauen, woran das liegt. Konstitution, körperliche Kraft, Intelligenz, Kompetenz als Netrunner, Reflex. Sieben verfügbare Punkte. Machen wir Konstitution, Coolness. Int und Reflexe. Geht's los. Ach, da oben ist ein Ladebalken. Okay. So, um 16 Uhr wollte ich das ja streamen. Bis dahin habe ich das dann eventuell hinbekommen, dass das vernünftig läuft. So. So, die Einstellungen sind offensichtlich zu hoch, es ruckelt. Electric coupling module. You said it was nothing serious when I came in. You said you were sure. Dein erster Besuch in Night City. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Guess I was wrong. Can always look for another shop where they won't ask a lone nomad why he's hugging the border. So, wir müssen wie kann man denn wieder zurück? Denn die Einstellungen sind offensichtlich zu hoch.
Ah, da, okay. Also wir machen mal Raytracing. Etwas besser, würde ich sagen. Das ist natürlich jetzt doof, dann muss ich das mal rumwürfeln, um rauszukriegen, was vernünftig läuft. So, wir machen mal auf hoch. Wir machen mal auf hoch ohne Raytracing. Raytracing aus. Aha. Läuft besser, aber die Aufnahme ruckelt. So. Dann machen wir mal. Läuft immer noch nicht gut. Also jetzt läuft es für mich hier gut, aber die Aufnahme nicht. Ja, die Aufnahme läuft nicht gut. So. Was können wir da nochmal machen? Erstmal die Bewegungsunschärfe aus. So, dann machen wir einmal kurz auf Pause, die Aufnahme auf Pause, und ich stelle mal kurz hier was im OBS um.